Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich spiele heute mit meinem besten Freund Freddy. Yay! Und ja, wir spielen Five Nights at Freddy's Help Wanted. Und ich habe mal von ganz neu angefangen, weil das dann vielleicht ein bisschen besser ist. Sonst wären ja alle Level schon freigeschaltet. So, drücken wir mal auf Start. Wenn ich ein paar Sachen weiß, dann tut's mir leid, aber weil ich habe das halt schon ein bisschen gespielt. Yay! Wuhu! Beste Musik! We know that Fazbear Entertainment has developed something of a bad reputation over the last few decades. And while it's true that some stories associated with our name were loosely based on actual events, the majority of them were total fabrications from the mind of a complete lunatic. Lawsuits pending. But we aren't above laughing at ourselves. Yay! Ha ha ha! That's why we've created many of these completely fictitious scenarios, lies, that you've been fed over the last several years into a hilarious VR game, in the hopes that we can finally move past these childish ghost stories and develop a new relationship with you, as well as your kids. Don't forget the merch, perfect for birthdays. So sit back and enjoy a few scares. Das nehme ich mal mit. A simple waiver before you play. It's mostly just legal. You acknowledge that Fazbear Entertainment is not responsible for accidental digital consciousness transference, real-world manifestations of digital characters, nightmares, night terrors, night sweats. Ja, Ladebalken. Und welcome to the Freddy Fazbear virtual experience. Use the console in front of you to navigate the menu and pick one of the frightening experiences available. By completing these scenarios, more will become available. You'll see plenty of familiar faces and some new ones as well. So stay a while and have a good time. And remember, despite the temporary horror you may experience, this is a completely controlled environment and you aren't in any real danger. Fazbear Entertainment not responsible for real danger. Please make a selection from the virtual menu. Genau, und damit willkommen zu Five Nights at Freddy's Help Wanted. Ja, es ist eigentlich, da sind fast alle Five Nights at Freddy's Teile in einem Game. Und ja, es gibt auch noch ein paar Minispiele. Und das ist jetzt der erste Teil von Five Nights at Freddy's 1. Und ja, und das ist die erste Nacht. Wer das Spiel kennen wird, dann weiß auch, worum es da geht. Bam. Ich kann es aber auch noch mal ein bisschen erklären. So, jetzt sehen wir kurz im Ladescreen. Und es tut mir leid, wenn es manchmal ein kleines bisschen ruckelt. Du bist leiser. Es gibt... Das sollte ich mitnehmen. Und... nein. Das auch. Also hier ist es. Du hast hier zwei Türen. Kannst Licht an- und ausmachen. Und das auf der Seite auch. Und du hast Strom. Wenn der ausgeht, bist du sowieso tot. Und hier haben wir drei sogenannte Animatronics. Bonnie, Chica, Freddy. Und wir haben aber noch einen, Foxy. Also Chica und Bonnie funktionieren eigentlich beide ähnlich. Die beiden kommen von hier, also von der Seite. Chica kommt von da und Bonnie kommt von da. Und Freddy, der kommt auch immer von da. Ah, da ist Bonnie sogar losgelaufen und watschelt darum. Und also Freddy kommt immer in Abschnitten hierher. Also der läuft als erstes da vorne hin, dann läuft er dahin und dann hier rein. Außer man macht die Tür zu. Und der, immer wenn sich der Vorhang öffnet, also als erstes ist er so, dann öffnet der sich irgendwann weiter und weiter. Und wenn er ganz weit offen ist, dann kommt der angerannt und wir müssen ganz schnell die Tür zumachen. So. Jetzt gucken wir mal, wo die alle sind. Der steht noch hier. Die sind auch alle da. Ah, genau. Der Bonnie geht jetzt mal. Gerade los. Wo auch immer der.
Hase gerade ist. Ist Chica denn schon? Oh, die ist auch schon weg. Da ist niemand? Da ist niemand. Na, warte. Ist der noch da drin? Ja. Der. Noch ist er nicht da. Noch höre ich keine Schritte. Ich muss jetzt ganz... Das ist noch so offen, okay. Ah, diese Geräusche da hinten machen mir Angst. Seht ihr, da jemand kommen? Ja, ich mache einfach mal zu, weil ich habe Schritte gehört. Also, der ist da erst. Das noch zu, dann kann ich das wieder aufmachen. Aha, die steht hier. Er steht da. Und Freddy ist da. Ah! Nein, Licht aus. Die Chica, wo ist die? Da drin ist sie nicht. Oh. Oh Gott! Ich habe hier die ganze Zeit die Tür zu. Wo ist die denn? Hä? Das ist ein... Ah, da! Ach, ich habe nur wenig Prozent. Ach so, was ich vergessen habe zu sagen. Um 6 Uhr hat man gewonnen. Bonnie, wo bist du? Ah, okay. Die ist noch zu. Du bist da. Die steht hier. Ah Gott. Zu. Also wenn ich eine Tür zu habe, das verbraucht dann einen Balken mehr. Das geht dann immer schneller. Also ich könnte jetzt nicht die ganze Zeit alle Türen zuhalten. Weil desto mehr Türen ich zumache, desto schneller geht die Prozent. Warte, kommt der? Warte mal ganz kurz, solange ich hier drauf gucke. Oh, der Foxy ist schon weit draußen. Chica? Hä, warte. Oh, ich habe noch wenig Zeit. Wo ist Chica denn hin? Steht die noch da? Nein. Okay, Chica ist noch nicht da. Oh Gott, nein. Und jetzt habe ich verloren. Ach, bitte. Nein. Oh Gott, ich habe noch gewonnen. Ich habe noch gewonnen. Oh Gott. Ah. Ja, ich habe noch gewonnen. Alter, in der letzten Sekunde. Das war jetzt echt lock. Yay, Geschenke. Woo. Schneller, schneller, schneller. Eine Exotik Beverage. Lecker. Hab ich gerade eine Dose gegessen? Also ich wusste, dass man hier manchmal Sachen essen kann, aber ich wusste nicht, dass man... Also, ich persönlich trinke Dosen, aber okay. So, ich würde sagen, den machen wir nochmal nach 2. Und ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, welches ihr wollt von denen. Also es gibt, das zeige ich ja am Ende nochmal vom Video, ob ihr weiter die ganze Zeit nach 1 wollt oder ob ihr auch die anderen Teile mal sehen wollt. So, und danach 2 geht es schon ein bisschen härter. Ich musste mich auch mal wieder ein bisschen anspielen. Deshalb habe ich es eben nicht so gut geschafft. Auf jeden Fall kommt dieser Fox hier jetzt auch da raus. So, als erstes gucken wir aber immer auf die... Lecker. Also du, der ganze Müll kommt zu dem Ding hier.
Und der. Guckt der mich an? Nee. So, da. Wie Bonnie, wo bist du? Ah, da. Ah, jetzt ist da auch noch Chica. Alle Konsorten sind vereint. Brr. So. Ein Uhr haben wir. Es war so klar, dass einer von denen jetzt nicht mehr da ist. Hilfe? So gut, so gut. Ah, hi Bonnie, danke. Ich weiß nicht, darf ich während diese Musik aufmachen? Ich habe es wirklich lange nicht mehr gespielt, ich weiß das nicht. Darf ich? Die Musik ist aus. Oh, du! Du! Hm? Um Energie zu sparen. Du bleibst da. Ach so, der ist nur da. Das ist aber einer! Oh Gott. Haha, Chicken. Wenn ich du wäre, würde ich auch da draußen bleiben, ne? Hallo, kannst du mal weggehen? Oh, okay. Wenn der da so steht, mache ich diese Tür auf keinen Fall auf. Nur gucken, okay? Spiel nur Licht, okay. Der ist da. Und der ist da. Ich guck mal nur, ob die da ist. Ah, nee, jetzt steht die da wieder. Alter, was macht die da? Ich weiß, dass die Kamera gut schmeckt, okay? Habe ich auch schon ausprobiert. Sehr lecker. Hä? Hä? Okay. Warte mal. Komm, bitte geh weg. Ja, komm, geh weg. Und diese Tür mache ich auf keinen Fall auf. Es ist 3 Uhr und noch so wenig Prozent. Ich kann die einfach mal weggehen. Oh, oh. Guck jetzt. Habt ihr ihn gesehen? Der macht jetzt mir ganz viel Prozent weg. Okay, hier ist niemand. Gut. Auch immer dies, hier nicht. So, kann ich ja beide aufmachen. Hey! Vier Uhr kommen. 5 Uhr gleich. Auf Ansage in 3, 2, 1. Komm da. Nein, nein, nein. Oh, was war das? Die kommen jetzt nicht im Ernst, beide gleichzeitig, oder? Okay, du bist da. Ich kann das wieder aufmachen. Die ist da hinten. Ich traue mich, diese Tür jetzt nicht aufzumachen. Komm, 3%, 2%, komm. Bitte. Sein irrehaftes Prozent. Komm. Nein, zumachen. Ich habe das nur gemacht für die Jumpscares, okay? Nur für die Jumpscares, damit ich mich erschrecke, okay? Für die Jumpscares. Bim. Ja. Hallo Freddy. Freddy? Freddy? Mission failed. We'll get him next time. Genau, gerade wo der mich jumpscared. Genau dann habe ich gewonnen, ja klar. Genau, Freddy, genau, so und nicht anders. Das ist doch mein guter alter Freddy. So, genau
Ich weiß nicht, ob ich das Video erst beende. Auf jeden Fall, was ich noch sagen wollte, es gibt, wenn ich jetzt FNAF 1 alle Level da durchgespielt hätte, gäbe es jetzt einen sogenannten Nightmare-Modus. Ja, das kommt ja um. Also, ja, es gibt FNAF 1, 2, 3. Es gibt dunkle Räume, da muss man immer, kann ich euch auch gleich noch zeigen. Es gibt Einzelteile und Service, Entlüftung und Nachtterror. Das sind alles Minigames. Und ich zeige euch jetzt nochmal das. Das ist noch ein guter Abschluss. Hier müssen wir Bonnie reparieren. Yay. Oh no, it looks like Bonnie's guitar is out of tune and must be recalibrated. First, we must access his harmonization module located inside his secondary throat pipe. Genau, der will das da. Both eyes must first be removed. You must be as precise as possible when removing the eyes from their respective sockets. First, firmly grip Bonnie's left eye and carefully remove it from left eye. Wieso? Ich weiß, wo links und rechts ist. Ich weiß, wo, und das war das left eye. Kann er mich ja nicht erzählen. Das war links. Ach, von ihm aus links oder was? Oh no. It looks like Bonnie's guitar is out of tune and must oh be no. recalibrated. First, we must access his harmonization module located inside his secondary throat pipe. Ja, was? To access hey. The throat pipe, both eyes must first be removed. You must be as precise as possible when removing the eyes from their respective sockets. First, firmly grip Bonnie's left eye and carefully remove okay, it from his von ihm aus left, okay? Great job. Oh Gott. Deposit wieso? The left wieso? Eye in the cleaning receptacle on your left. On your left. Das heißt well done. Now, achso, okay. Firmly grip Bonnie's right eye and carefully remove it from its socket. Right, da. Von ihm aus. Deposit the right eye in the cleaning receptacle on your right. Also good job. Da. To open Bonnie's faceplate. Carefully press the two buttons located on either side of Bonnie's jaw. When done correctly, you should hear two small clicks. Well done. You now have access to Bonnie's harmonization module. Press the blinking button inside Bonnie's secondary throat pipe to enter calibration mode. Something is not right. One of those notes is out of tune. You may push the button again to replay the audio check. So, du press hast the colored button that corresponds to the incorrect note. Ja, aber ich will das jetzt hören. Also Phrase. Also press the blinking button again to verify your work. Great job. Bonnie is in tune and ready for his solo. Let's yes. close him up. Simply replace both eyes Nein. in the same order that you removed them. Then close up the faceplate and we'll call it a day. Well done. Oh, God. That concludes your parts and services task. See you next time. Tschüss. Yay! Geschenk. Wie cool! Ich bin schon groß und viel, komm doch und spiel mit. Nee, ich möchte gar einen Copyright-Strike bekommen. Ja? Warte, was? Ja. So, können wir schon da hinten hingehen? Da, glaube ich. Genau, wir und by the way, diese Kassetten brauchen wir, um halt fortgeschritten zu sein. Also fortgeschrittene Sachen. Ist hier irgendwas drin? Oh. Ich sehe alles. Ball, bleib. Ich möchte. Und ich habe eine Frage. Wisst ihr, wie man das Ding da runter bekommt? Ich habe schon mal versucht, das da oben runtergeworfen zu kriegen. Aber es geht einfach nicht. Naja. Und noch eine Frage. Was macht dieser Modus hier? Showtime. Passiert irgendwas? Ich sehe nämlich gar nichts. So, nochmal. So, irgendwas? Hallo? Passiert irgendwas? In Showtime funktioniert... Passiert nichts.
Niemand hat das gesehen, okay? Ich weiß, es ist was Brutales, aber ich habe die 5-Sekunden-Regel gebrochen. Lecker. So, das war's dann auch wieder mit dem Video. Wie gesagt, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr als nächstes davon oder davon wollt. Okay, damit vielen Dank fürs Zusehen und habt noch einen schönen Tag. Ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.